Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber, sehr geehrte Frau Dr. Katrin Gocksch, Bezirkskulturstadträtin Berlin-Lichtenberg, sehr geehrte Herr Dr. Professor Martin Petzold, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, meine lieben Damen und Herren, meine liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesjährigen deutsch-armenischen Kulturtagen in Berlin und heiße Sie alle herzlich willkommen. In diesem Jahr eröffnen wir feierlich die Kulturtage mit dieser wunderschönen Ausstellung. Die Ausstellung wurde durch meine Hilfe betitelt Farbenfrohe Barmherzigkeit. Wie immer, wie jedes Jahr, haben wir Kunst auch nicht weit weg entfernt gelegt von den Realitäten, politischen Realitäten. Was braucht heute unsere Welt? Unsere Welt braucht heute Frieden vor allem. Unsere Welt braucht heute Stabilität und kein Volk mehr ersehnt nach Frieden, nach Stabilität, nach Wohlstand als Armenien. Der Karabach-Konflikt ist bekannt hier bei vielen, bei fast allen. Ukraine-Krieg ist heute ein Thema, wovon fast jeder spricht und jeder Sorgen macht. Aber auch die Naturkatastrophen in der Türkei und in Syrien machen es zu schaffen, den Leuten dort vor Ort. Und was die Menschheit heute braucht, braucht eine Hoffnung, braucht Lösungen und braucht mehr Mut, um gegen diese Missstände zu kämpfen bzw. sie zu ebnen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, erkläre ich unsere deutsch-armenischen Kulturtage 2023 hier in Berlin eröffnet und bitte unsere Geigespieler, Herr Varujan Simonian, mal an den Pult zu treten und ihre musikalische Umraumung hier herbeizuführen. Danke. Thank you.
Frau Dr. Goksch, wie jedes Jahr steht Ihnen die Rede. Ja, lieber Herr Minasian, lieber Martin Witzold, verehrte Gäste, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Ihnen gemeinsam die 8. Deutsch-Armenischen Kulturtage hier im Kulturhaus Katsost für Lichtenberg eröffnen darf oder eigentlich sogar für ganz Berlin. Und dies besonders, weil ich seit 14 Tagen gut in einem ganz für mich ganz besonderen Amt mittlerweile tätig sein darf, nämlich als Stadträtin für Bildung, Kultur und Sport. Seinerzeit, als wir gemeinsam, Herr Minasian, Sie erinnern sich, vor 9 Jahren war es, bei noch einem anderen Bürgermeister im Rathaus saßen und überlegten, wie können wir diese tolle Kultur, die uns so interessierte, die armenische, hier in Berlin weiter bekannt machen. Seinerzeit war ich noch nur für Kultur zuständig und da hat mich auch das schon sehr bewegt. Und erlauben Sie mir noch so einen Blick zurück, was haben wir in diesen 8 Jahren schon Schönes an Kultur und Interessantes, Besonderes miterleben dürfen. Zum einen, sage ich mal, ganz herausragend, andere Künstlerinnen und Künstler werden es mir vielleicht nachsehen, dass ich jetzt das Ensemble erwähne, was mich persönlich also ganz überwältigt hat, nämlich, Sie wissen es, das Nagash Ensemble. Wir haben Kunst erlebt von Herrn Galens, das war auch sehr wunderbar, und wir werden weitere Kunst erleben in den jetzigen Tagen, die stattfinden. Wir werden ein wunderbares Tanzensemble haben und dann auch wieder einen Vortrag, was ich finde, das sehr, sehr interessant ist. Und ich habe für mich persönlich sehr viel gelernt. Sehr viel gelernt. Und ja, ich bin sehr beglückt, dass Sie dies so weiter betreiben und in dieser langen Zeit. Und ich finde, das hat mal einen großen Applaus verdient, dass Sie mit diesem Enthusiasmus, Sie, der Verein und alle miteinander dies betreiben. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder ein Vergnügen, hierher zu kommen und Ihre Begeisterung auch mitzuerleben. Die steckt an und die hat mich auch immer gleich gefangen. Genau, ja, insofern sage ich, ich gucke schon mal weiter. Bald haben wir 10 Jahre und ich glaube, wir werden uns in den nächsten Monaten schon mal zusammensetzen, um zu überlegen, wie können wir 10 Jahre deutsch-armenische Kulturtage wirklich richtig feiern. Also noch ganz, nur ganz besonders, vielleicht noch mal mehr machen. Genau, Sie zeigen das schon so richtig, einfach größer. Genau, und darauf freuen wir uns doch jetzt schon. Machen jetzt erstmal die 8., nächstes Jahr die 9. und dann aber mit großem Trara die 10. Und insofern gebe ich das jetzt nochmal als Aufgabe für uns alle miteinander, dass wir diese wunderbare Kultur noch mehr erleben können und noch größer machen. Und ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen allen einen inspirierenden Nachmittagabend hier, noch weitere schöne Veranstaltungen im Kulturhaus. Und sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf und dass ich das auch so lange mit begleiten durfte. Dankeschön. Danke. Thank you.
Bevor ich das Wort an Herrn Prof. Dr. Martin Petzold erteile, möchte ich ganz herzlich auch den Botschafter der Republik Armenien ganz herzlich hier begrüßen, Herr Yengibalyan. Willkommen. Sie haben den ersten Teil kurz verpasst, aber ich hoffe, dass Ihr Aufenthalt hier weiterhin uns etwas erheitern wird. Und ich würde mich natürlich auch auf ein paar gute Worte nachher von Ihnen sehr freuen. Vielen Dank. Herr Petzold. Lieber Michael, liebe Katrin, Ihre Exzellenz, lieber Viktor, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu dieser wunderbaren Veranstaltung gekommen sind. Sie sehen es mir ein bisschen an, mein Auge ist leicht gerötet, leicht erkältet, aber diese Veranstaltungsreihe, die Michael damals mit meiner Mutter ja auf den Weg gebracht hat, als sie noch gelebt hat, ist für mich eine ganz besondere Veranstaltung. Jedes Jahr, meistens im Mai oder Juni, beginnt die deutsch-armenischen Kulturtage hier in Karlshorst, eine Veranstaltung, die immer das Ziel hat, auch miteinander Brücken zu bauen, was meiner Mutter damals persönlich ja auch sehr, sehr wichtig war. Jeder, der sie kennt, weiß, dass sie immer das Ziel hatte, über Kultur, über Bildung, über unterschiedliche Sichtweisen auch Menschen zu verbinden und Brücken zu bauen. Wenn man dann heute sieht, welche Bilder hier ausgestellt werden, dann finde ich, Michael, bei all dem, was ihr tagtäglich tut, was du ja auch hier für die deutsch-armenische Zusammenarbeit, Verständigung beiträgt, wo ich einfach nur Danke sagen kann, dass ihr in der Schule auch die armenische Sprache vermittelt, immer am Sonntag, und dass ihr aber auch schaut, dass ihr denen, die hier schon länger wohnen, auch die Kultur näher bringt, etwas, was eben ein gutes und wichtiges Zeichen ist, weil ja die armenische Kultur schon eine sehr, sehr lange Tradition und vor allem das Christentum in Armenien seit dem 300. und einem Jahr nach Christi's Geburt ja dort gelebt wird und als Staatsreligion Anerkennung gefunden hatte, wo hier noch Christen für ihren Glauben verfolgt wurden. Und damals, und das ist ja das, was leider die Armenier bis heute umtreibt, war es ja immer so, dass man sich Frieden gewünscht hat, aber leider keine Rahmenbedingungen vorgefunden hat, in dem ein friedliches Leben möglich wäre. Und so sehr wie es richtig ist, dass wir heute die Ukraine unterstützen in ihrem Freiheitskampf gegen Russland, so wichtig ist es auch zu sehen, dass es Armenien in Bergkarabach auch ein Volk gibt, ein christliches Volk, eine Demokratie gibt, was sich Unterstützung von uns, auch von der Bundesrepublik Deutschland, erwartet. Das ist das, was ich als deutscher Politiker immer sage, wir müssen sehen, dass wir dort, wo wir Verantwortung in der Welt haben, wo wir in Europa die Möglichkeit haben, auch Menschen zu schützen in ihrer Freiheit, in ihrer Demokratie, dass wir einen Beitrag leisten müssen. Und deswegen sind solche Veranstaltungen auch wichtig, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, dass es nicht nur in der Ukraine diese Konflikte gibt, sondern auch leider in anderen Ländern der Welt. Unser Ziel muss es sein, Frieden, Freiheit zu stiften. Unser Ziel muss es sein, Kultur zu stärken. Du hast gesagt, Frieden, was ist eigentlich die Grundlage, dass man Frieden schafft? Oder wie schafft man Frieden? Wenn man drüber nachdenkt, länger drüber nachdenkt, dann wird immer das Thema kommen, man muss Menschen bilden, man muss deutlich machen, was solche Konflikte auch an langfristigen Folgen haben. Wir sehen es ja aktuell wieder sehr deutlich in der Ukraine, aber auch in Russland. Jeder tote Mensch dort ist einer zu viel, wie ich finde, egal wo er herkommt. Und wenn man sieht, was eben das mit Menschen, mit Völkern, mit Nationen macht, ist es so wichtig, dass wir eben in unseren Möglichkeiten eben auch frühzeitig auf Bildung Wert legen, auf Kultur, auf bestimmte Werte. Ihr unterstützt das sehr, lieber Michael, du machst das persönlich sehr engagiert. Wir haben gehört, 10 Jahre ist nicht mehr weit. Und so eine Tradition muss man erstmal aufbauen, das muss man erstmal nehmen. Deswegen geht mein Dank dir und deinem gesamten Vorstand, und ich finde, da kann man auch noch mal ein zweites Mal applaudieren, lieber Michael, herzlichen Dank. Und das Besondere, man sieht es heute hier, es sind eben viele Menschen aus der Umgebung da, einige, die ich kenne, andere, die ich noch nicht kenne, einige, die meine Mutter noch kannten, viele, die auch neu dazugekommen sind. Es sind armenischstämmige Menschen da. Das ist ein schönes Zeichen, Herr Botschafter, Ihre Exzellenz, lieber Viktor, dass du auch da bist, dass du deutlich machst, dass diese deutsch-armenischen Kulturtage gerade auch im Osten dieser Stadt ja mittlerweile auch für die armenische Gemeinschaft hier vor Ort eine wichtige Rolle spielt und dass dieses Zusammenwachsen, dieses miteinander sich austauschen, voneinander lernen, positive Elemente übernehmen. Ich kann das ja sagen, ich bin so aufgewachsen mit der armenischen Küche, die immer wieder großartige Köstlichkeiten präsentiert, aber bestimmte deutsche Werte wie Disziplin und andere Sachen sind, glaube ich, auch gute Sachen, die sich gut kombinieren lassen. Deswegen freue ich mich auf schöne deutsch-armenische Kulturtage in diesem Jahr. Großartiges Konzert ist ja noch bald hier, glaube Ende Mai geplant.
Und da kann ich auch nur jedem einladen, der heute hier ist, wiederzukommen. Im Sinne guten Austausch. Ich hoffe auch viele, die sich hier entweder neu kennenlernen oder miteinander ins Gespräch kommen, die vorher vielleicht noch nicht die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen. In dem Sinne danke für den Raum, den du dafür schaffst, lieber Michael, und alles Gute für die deutsche Armenische Kultur. Vielen Dank. Ein Lied über Heimweh, Kranich, Grung hieß es, von Komitas Vartabet. Und vielen Dank, Parujan, du bist schon zum zweiten Mal bei uns. Also das erste Jahr, letztes Jahr warst du bei uns. Und du perfektionierst dich immer wieder. Vielen Dank. Lieber Herr Botschafter, lieber Herr Yeni Balyan, ich bitte Sie mal kurz eine Begrüßung zu halten und dann setzen wir unsere Aufstellung von Abo Arakelian fort. Danke. Verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, lieber Martin, eine große Freude, Sie heute hier zu begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, als die armenische Botschaft in Berlin
über Kulturveranstaltungen, die jetzt gerade anfangen, die deutsch-armenischen Kulturtage. Es ist für uns besonders wichtig, weil wir beide Nationen sehr viel von Kultur geprägt waren. Wir beide Nationen, die Armenier und Deutschen, haben einander beeinflusst auf dem Wege von Kultur, sind aber auch stark von der Geschichte geprägt. Und gerade die Geige, die wir gehört haben, ist ein sehr guter Beweis dafür. Und das war Tabet, der auch in Berlin studiert hat. Aus seiner Musik hatte die deutsche Kultur einen sehr großen Einfluss. Und wenn wir auch die Bilder jetzt uns angucken, die Musik hören, kann man eigentlich, wenn man das beide so zusammen kombiniert, die ganze armenische Geschichte in dieser Musik und in diesen Wänden sehen. Und das ist das Schöne an Kultur. Und es ist, glaube ich, eine der wichtigsten Brücken, das unser Land mit Deutschland verbindet, unser Land mit Europa verbindet. Gerade bei diesen Tagen, wie Martin, ein guter Freund von unserem Land, gesagt hat, unsere Bevölkerung unter einer Belagerung leiden muss in Bergkarabach, fangen die Leute nicht auf, Kultur zu schöpfen. Und das hat man auch während den genozidalen Jahren gemacht. Im Osmanischen Reich hat man auch weiter Kultur geschöpft, eigene Werte an die Menschheit geschenkt. Und das ist, was, glaube ich, eine positive Nation ausmacht. Ich glaube, das ist auch was eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zwischen den Armeniern und den Deutschen ist. Ich war sehr überrascht, als ich nach Berlin kam, war ich sehr überrascht, herauszufinden eigentlich, dass jede Woche mindestens 2-3 armenische Kulturveranstaltungen deutschlandweit stattfinden. Das war eine positive und eine sehr gute Überraschung. Wir haben eine sehr starke Gemeinde, nur 70.000 ungefähr Armenier leben in Deutschland. Aber wenn man sich so guckt, wie viel veranstaltet wird, wie viel gemacht wird, wie viel gedrückt wird, wie viel gesungen wird, wie viel Kult und Kunst in unserer Gemeinde gibt, dann ist das eigentlich, dann braucht eigentlich die Republik Armenien in Deutschland auf diese Art und Weise nichts zu machen, weil die Gemeinde das alles eigentlich macht. Aber wir fördern natürlich auch die Kulturprojekte, wir fördern auch diesen Austausch. Wir möchten auch mit der Bundesrepublik Deutschland ein Kulturabkommen unterzeichnen in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, solche Veranstaltungen können für Frieden, für Zusammenleben, für Toleranz und für Demokratie wirken. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz anmerken, hier ist auch anwesend der Vertreter von Bergkarabach, Herr Arutyun Grigorian. Da wir sehr viel jetzt über Bergkarabach auch geredet haben, wollte ich das nur anmerken. Und dann mit Aufstellungseröffnung fortfahren. Hier ist eine wunderbare Person, die ich neulich ja irgendwie kennenlernen durfte. Frau Christa Betz. Beats. Als Abo mich angerufen hat, auf seine lockere Art, hat er mir gesagt, also Christa will dich sprechen. Na, Christa, gut. Ich dachte mir wahrscheinlich Christa, Kunsthistorikerin, eine 20-Jährige, 25-Jährige von der Uni. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer Christa ist. Und als ich Christa angerufen habe, habe ich gesagt, hi Christa. Und er, hallo, Michael. Und daraufhin hat sich vorher festgestellt, es hat sich herausgestellt, dass Frau Christa Bitz, ja, eine sehr erfahrene Kunsthistorikerin, eine kunstarrangierte auch Künstlerin, Dichterin und talentierte, wie soll ich mal sagen, so eine Polyglotten ist. So kann man das auch so ausdrücken. Also mehrseitig entwickelt, mehrseitig talentiert.
Und es ist mir eine Ehre, heute Sie hier als Kuratorin und Kunsthistorikerin vorzustellen, die Abos Bilder hier bestens wahrscheinlich kommentieren kann und Abo selbst auch sein Werk, seine Kunst und sein Schöpfen hier richtig darstellen kann. Frau Bietz, dieses Mal richtig? Ja, genau. Bitte ich Sie hier. Aber mich hat es eingeschüchtert, das muss ich schon mal sagen. Nein. Ich hasse Gendern und deswegen begrüße ich Sie einfach als liebe Kunstinteressierte. Die Welt der Kunst, nicht wahr? Sie ist in aller Regel eine intuitive Welt. Entweder gefällt einem ein Kunstwerk oder es gefällt einem nicht. Und doch können das Aufzeigen einer neuen Perspektive oder auch das Hinzufügen von Hintergrundwissen die Betrachtungsweise verändern und intensivieren. Und das möchte ich heute versuchen, weil ich glaube, dass es auch sehr spannend und inspirierend sein kann. Fangen wir doch gleich mal mit dem Titel an. Farbenfrohe Barmherzigkeit. Donnerwetter. Was ist das für ein eigenwilliger Titel für eine Kunstausstellung, oder? Als ich davon erfuhr, war ich baff erstaunt, sagen wir mal. Farbenfroh, okay. Farbenfroh, das sieht man ja. Aber farbenfrohe Barmherzigkeit, was ist denn das? Barmherzigkeit ist doch im christlichen Sinne eine Charaktereigenschaft. Barmherzig ist eine Person, die ihr Herz öffnet, die Not anderer wahrnimmt und entsprechend helfend handelt. Barmherzigkeit fordert also darüber hinaus, nicht wahr, Mut zum Handeln, eine aktive Reaktion. Also dachte ich mir, handelt es sich bei dem Titel um eine Metapher, um ein rhetorisches Stilmittel, in das zwei Bereiche, zwei Begriffe miteinander verbindet, die ursprünglich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. So wie zum Beispiel einfältiger Pinsel oder aus dem Rahmen fallen. Und dient damit dann zum Zweck, mithilfe einer bildhaften Sprache die Fantasie zu wecken und Gefühle, Stimmungen und Assoziationen hervorzurufen. Kurzum, vor allem neugierig zu machen. Nun, durchaus, aber nicht nur, habe ich mir so gedacht. Denn zeugt es nicht in hohem Maße von Barmherzigkeit, wenn ein Künstler, so wie Abu Arakelian, unter anderem die große Not und das unsägliche Leid des armenischen Volkes wahrnimmt und dabei eben nicht nur in Mitleid verharrt, sondern darüber hinaus mit seinen künstlerischen Mitteln aktiv darauf reagiert, indem er nämlich mit seinen Bildern die Erinnerung an die wechselvolle Geschichte dieses Landes und seiner daraus vertriebenen Menschen wachhält und von ihrer unstillbaren Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, nach Frieden, Freiheit und Glück erzählt. Abu Arakelian kennt dieses leidenschaftliche Gefühl zu Genüge. Ja, er ist im Herzen ein Armenier. Er wurde zwar im Iran geboren und hat dort bis 1978 gelebt. Doch seine Vorfahren, sie stammen aus Armenien. Und so hat man in der Familie nicht allein die armenische Kultur und die Traditionen gepflegt, sondern vor allem auch sich intensiv mit der politischen Geschichte auseinandergesetzt, was besonders deutlich die drei großen Porträts dort zeigen. Sie wurden am 24. April 2007 anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Berliner Französischen Dom auf dem Gendarmenmarkt ausgestellt. Dort das Porträt
von Johannes Lepsius und daneben das von Dr. Armin Theophil Wegner und darunter das von Rani Dink. Diese drei Männer haben sich auf ganz unterschiedliche Weise unerschrocken und beharrlich dafür eingesetzt, dass der brutale Völkermord an den Armeniern beginnend am 24. 25. April 1915 nicht in Vergessenheit gerät. Weltweit haben sie darum gekämpft, sich dafür eingesetzt, dass es endlich anerkannt und aufgeklärt wird, dieses böse Geschehen, dieses schreckliche Geschehen, und dass es endlich auch Genozid genannt wird. Schauen wir uns einmal das Porträt dort von Armin Theophil Wegner näher an. Einem promovierten Juristen, pazifistischen deutschen Schriftsteller, der unter anderem als Sanitätsoffizier in Ostanatolien tätig gewesen ist und zum Augenzeugen der Vertreibung der Armenier und des Völkermordes wurde. Er hat all das entsetzliche Geschehen und der Lebensgefahr fotografisch und literarisch festgehalten und unermüdlich, aber vergeblich dagegen interveniert. Er zählt in Armenien und in Israel zu den Gerechten der Völker. Es ist ein gerahmtes Porträt, das in dem Gesamtbild ganz hinten, sehen Sie dort oben, ganz hinten in der linken Ecke auf dem Boden steht. Es zeigt auf himmelblauem Hintergrund einen Mann in seinem achten Lebensjahrzehnt mit Strohhut, braun gebrannt, sonnengegerbt sogar, den Blick nachdenklich, melancholisch und auch sehr skeptisch nach rechts oben in die Ferne gerichtet. Und obwohl dieses Bild weniger als die Hälfte des Gesamtbildes einnimmt, übt es dank seiner wirklich raffinierten Platzierung eine geradezu raumgreifende Sogwirkung aus. Und bei näherer Betrachtung, nicht wahr, da fallen die beschriebenen Blätter auf der rechten Seitenwand auf. Es sind Briefe. Es sind Briefe, die nicht nur gemalt worden sind, sondern auch zerschnitten sind, wenn Sie näher hinschauen. Und zwar durch die Leinwand hindurch. Mit radikalen Schnitten, wie wir sie in anderer Weise und mit anderem Ziel von Lucio Fontana kennen, dem italienischen Avantgarde-Künstler. Sie verweisen auf die vielen vergeblichen Briefe, Aufrufe und Artikel, die Wegner schrieb, um auf die Vertreibung und Ermordung der Armenier im Schatten des Ersten Weltkrieges aufmerksam zu machen, die er, wie bereits ja erwähnt, hautnah miterlebte. Und so hat er unter anderem Woodrow Wilson, den 28. Präsidenten der USA, leider vergeblich aufgerufen, etwas gegen diese entsetzlichen Gräueltaten zu unternehmen. Und sie sind ein Symbol für die tiefen Verletzungen, die ihm auch körperlich zugefügt worden sind. Ja, Abu Arakelian erkennt nicht nur die wechselvolle, bittere Geschichte Armeniens, sondern auch die unstillbare Sehnsucht nach Frieden, Freiheit, Liebe und Glück und findet auch dafür beeindruckende und auch sehr vieldeutige Bilder. So wie etwa das davorstehende Bild es zeigt. Es wird Krieg und Frieden genannt. Schauen Sie nur hin. Ich glaube, es, ja, oder vielleicht kann ich so gut erklären, dass Sie es sich vorstellen können. Der Künstler mit Pinsel und Palette betrachtet eine junge, sehr hübsche Frau, die einen Globus in ihren hoch erhobenen Händen trägt. Will er sie malen? Doch wo ist denn seine Staffelei? Oder hat er vielleicht gerade noch an dem großen Bild gearbeitet, vor dem sie beide stehen? Ein Bild, das auf Kampf und Krieg verweist, das im Hintergrund
ein Panzer und eine Feuerbrunst zeigt und eine davorstehende schlanke Person in Soldatenuniform samt Helm, deren Mund maskenähnlich mit einer Fahne bedeckt ist. Ja, es handelt sich um die Fahne von Bergkarabach. Und da das Bild Krieg und Frieden im Jahre 2020 entstand, wird somit gewiss auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach verwiesen. Oder aber ist das gar kein Bild, sondern vielmehr ein großer Spiegel? Dagegen allerdings würde sprechen, wenn Sie näher schauen, dass unter anderem die Farbe des Fußbodens unterschiedlich ist. Und auch die uniformte Person trägt mit hoch erhobenen Händen einen Globus, etwa so, wie man eine Trophäe oder einen gewonnenen Pokal in die Höhe hält. Stolz und siegesgewiss, aber auch um Mut zu machen, dass sich Ausdauer, Disziplin und Einsatz lohnen und zum Sieg führen können. Und warum nur gleich die vom Künstler angeschaute Frau jener Person in Haltung samt Globus und Figur wie ein eineiiger Zwilling dem anderen, lediglich mit dem Unterschied, dass sie anders gekleidet ist? Warum steht sie so, dass sie nicht einmal das ganze Bild sehen kann, sondern höchstens aus dem Augenwinkel den Ellenbogen? Nun, vielleicht will sie ja einfach nicht an Kampf und Krieg erinnert werden. Denn verführerisch und leicht, von einengender Kleidung befreit, steht sie da, als habe sie gerade etwas erlebt, das sie so glücklich macht. Ja, so glücklich, dass sie im Überschwang der Gefühle schier die ganze Welt, stellvertretend den Globus, aus den Angeln heben möchte. Ja, vielleicht will sie einfach ja nur ihr Glück genießen und so tun, als gäbe es keinen Krieg. Die Realität verdrängen, um wenigstens mal für kurze Zeit Frieden zu finden? Verständlich oder problematisch? Gleich wie. Es wird auf surrealistische Weise von der großen Sehnsucht nach Frieden erzählt. Und auch das mit Frieden und Freiheit betitelte Bild dort handelt von Sehnsucht. Es zeigt eine große, er steht hier dort gerade, es zeigt eine große, bunte Vogelschar, die nicht etwa unentschlossen einen dunklen Tunnel umkreist, sondern vielmehr zielstrebig und dicht an dicht, aber ohne einander zu behindern, durch die Dunkelheit zum Licht strebt. Einem Licht, das bereit zu sehen ist. Und verheißungsvoll Freiheit und Neuanfang verspricht. Ein Bild, das hier an der Stirnseite ja und auf dem Flyer Zuversicht und Optimismus ausstrahlt. Und in Regenbogenfarben ja auch noch gemalt ist, nicht wahr? Das Bild dort mit den vielen Schildkröten. Na, dort, sehen Sie es? Die unter anderem symbolisch für Weisheit, für Stärke, für Ausdauer und Hartnäckigkeit stehen und von denjenigen, die kühne Ziele verfolgen, als Glücksbringer angesehen werden. Diese Schildkröten, sie wollen voller Zuversicht zum Ararat, dem mehr als 5100 Meter hohen Berg, auf dessen Hängen nach biblischer Tradition die Arche Noah landete und sich erstmals ein Regenbogen zeigte. Der Berg ist das nationale Symbol der Republik Armenien und wird auch im Wappen geführt. Er liegt nur 20 Kilometer von Jerewan entfernt und ist dennoch für die Armenier unerreichbar, da er eben jenseits des armenischen Staatsgebietes liegt, im östlichen Zipfel der Türkei,
Nun, und da die Türken aus nachvollziehbaren Gründen als ziemlich beste Feinde angesehen werden und die gemeinsame Grenze seit Jahren geschlossen ist, können sie ihren heiligen Berg nur aus der Ferne betrachten. Und so bleibt er für sie derzeit wohl ein unerreichbarer Sehnsuchtsort. Und schauen wir uns auch noch mal das Bild Zuversicht an. Zwei Vögel sitzen auf einem Zweig, nicht etwa voller Gelassenheit, doch, nicht wahr? Vielmehr in einer Art Hab-Acht-Stellung. Sie wittern Gefahr, sehen zwar nicht das Kampfflugzeug rechts oben am Himmel, spüren aber, dass sich plötzlich heftig die Halme und die Blätter auf der Wiese unter ihnen bewegt. Trotzdem fliegen sie nicht fort. Egal nun, ob das daran liegt, dass der Bomber nur so verstörend wirkt oder weil er eben einfach so schnell ist oder weil ein Engel sie mit seinen Flügeln barmherzig umfängt und so fürsorglich handelt, wie dort drüben auf dem tröstlichen Bild ganz hinten das vorletzte Bild. Der Mann, der liebevoll die gebrechliche Frau stützt und sie beide so miteinander ihr Ziel erreichen. Nicht wahr, liebe Kunstinteressierte? Die Bilder von Abu Arakelian zeugen von großer Barmherzigkeit im zu Anfang definierten Sinne. Ihm ist es ein Bedürfnis, mit seinen künstlerischen Mitteln nicht nur die Erinnerung an die wechselvolle Geschichte Armeniens und das Schicksal der daraus vertriebenen Menschen wachzuhalten, sondern auch von der großen Sehnsucht nach Frieden, Freiheit und Glück zu erzählen und Mut, Zuversicht und Hoffnung zu wecken und sich dabei eben auch vielfach der Farben des Regenbogens bedient. Er ist ein wachsamer und wahrlich nicht zu unterschätzender Beobachter. Ganz so, wie es dort ganz hinten am Eingang auf dem mittleren Pfeiler, ganz so, wie es sein Selbstporträt dort beschreibt. Auf den ersten Blick nämlich hat er beide Augen geschlossen. Doch bei näherer Betrachtung, da sieht man, dass sein rechtes Auge hellwach ein wenig geöffnet bleibt, ihm also nichts entgeht und trotz alledem das Weltgeschehen zwar verschmitzt lächelt, alles kritisch betrachtet. Und das lässt sich auch besonders gut im Bild namens Glück erkennen. Es ist ein so ruhiges, heiter und gelassen stimmendes Bild in leuchtenden und fröhlichen Farben. Es zeigt vier bunte Vögel, nicht wahr? Zwei Vögel sitzen sich wie auf einer Wippe gegenüber. Ach, sie sind so leicht, dass man keine Angst zu haben braucht, dass, wenn einer davonfliegt, der andere sogleich ins Schleudern gerät. Und zwei, sie nähern sich. Aber ist es denn überhaupt eine Wippe? Nein, darauf sehen wir ja einen ruhenden Baum, der für Unbeweglichkeit sorgt. Alles scheint im Lot und alles im Gleichgewicht zu sein, sanft umspielt von Wasser. Ja, jeder, der es sieht, sagt: Donnerwetter, ist das ein ruhiges, schönes und so heiteres Bild. Doch warum stimmt das Bild so heiter und friedvoll? Obwohl es doch den Stamm eines von Menschenhand gefällten Baumes in den Mittelpunkt rückt. Und zwar eines Baumes, der, wie sich ja an den Jahresringen ablesen lässt, an der Schnittstelle dort des Stammes, der weder alt ist, noch Hinweise auf Schäden aufweist und obendrein ja auch noch in farbenfroher Blüte steht.
Es ist ein tiefgründiges Bild, das bei genauem Hinsehen viele Fragen aufwirft. Ich sollte eigentlich nur 12 Minuten reden, so wurde mir gesagt. Und deswegen habe ich mir auch kurz gefasst. Wenn Sie also noch Fragen haben, stehe ich hinterher auch noch gerne zur Verfügung. Würde ich Ihnen erzählen und sollte vielleicht auch noch mal kurz darauf hinweisen, was für fantastische Lösungen AWO gefunden hat für seine Bilder. Sie sind nämlich teilweise auf Rollos gemalt. Auf die Rückseite von Rollos von IKEA. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Betrachten und viele gute Gespräche und Anregungen. Meine Damen und Herren, also ich möchte nur zur Erwähnung ganz kurz vorstellen, den Künstler, den ich eigentlich ganz am Anfang vorstellen sollte, Abu Arakelian, geboren in Iran 1953, dort auch in Teheran Maler, Kunst und Designer studiert. Dann später auch dort in der Kunstschule von Gulbenkian und Manukian selbst unterrichtet. Und dann im Anschluss hier in Deutschland studiert und mehrfältig und mehrfach überall ausgestellt, selbst im Kirchendienst auch zurzeit tätig. So kurz, ausführlicher können Sie dort in der Mittelband, an der Mittelband seine Biografie sehen bzw. vorlesen. Und ich bitte noch um Entschuldigung, dass wir so wenig Stühle aufgestellt haben. Und ich bitte auch um Entschuldigung dafür, dass wir uns dieses Mal nicht viel Gedanken gemacht haben, dass viele Leute kommen werden. Die letzten Jahre haben wir gar keine Stühle aufgestellt. Alle waren auf dem Weinen meistens. Deshalb das noch im Vorfeld. Ansonsten haben wir Wein, haben wir Getränke, können Sie sich bedienen und viel Spaß mit den Gesprächen, mit dem Künstler, mit unserer Kuratorin. Und noch zum Schluss, diese Kulturtage finden unter der Schirmherrschaft vom Professor Dr. Martin Petzold, Mitglied des Abgeordnetenhauses und vom Bezirksbürgermeister Martin Schäfer, Berlin-Lichtenberg. Vielen Dank. Ich stelle meinen Platz gern zur Verfügung. Ja.